Ja, meine lieben Freunde, und damit erstmal wieder herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Also, wir sind heute unterwegs in einem verlassenen Hotel. Und was das Ganze wird, wie das Ganze wird, schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Ich weiß selber noch gar nicht, was auf uns zukommt, aber ich denke mal, es wird einfach wieder großartig. Ja, wir kommen jetzt hier rein und da muss ich ganz ehrlich sagen, wow, das sieht mir ja gleich erstmal aus wie so ein Hotelempfang hier, weil wir sehen hier, ich mache mal ein bisschen Licht dazu, wir haben hier diesen Tresen und hier diesen etwas niedrigeren Tresen, aber hier im Hintergrund auch dieses, ja, typische Hotelbild. Wir sehen, es ist wieder super viele durcheinander geschmissen worden, ey, Wahnsinn. Aber auch hier noch super, super viele, ja, Unterlagen. Also auch hier hatte man wohl einen Campingplatz für Caravans, sehe ich gerade hier. Wie gesagt, im Hintergrund hier noch ganz viele Unterlagen. Ja, ich würde sagen, das könnte vielleicht noch richtig was Schönes werden jetzt hier. Erst einmal fällt mir auf hier im Hintergrund die Theke, aber auch hier haben wir einen wunderschönen Gastraum noch gehabt. Man sieht hier hinten diese tolle Sitzecke, aber auch hier diesen riesig großen Kamin, welcher hier praktisch noch, ja, die Ecke ziert. Der ist wirklich riesig und man konnte dann hier wahrscheinlich schön sitzen unter der tollen Sternenbeleuchtung, welche hier noch gegeben war. Leider die Bestuhlung nicht mehr drinne. Man sieht, die Vandalen haben hier selbst die Heizkörper von der Wand gerissen. Also das ist wirklich wieder sehr, sehr schade eigentlich. Aber dennoch muss ich sagen, dass diese Theke hier wirklich, wirklich fantastisch noch ist. Also wir sehen hier wirklich diese tolle große Theke. Hat man wahrscheinlich diese Barhocker früher dran lang stehen gehabt. Und man konnte sich hier dran setzen. Hier hinter dann der Zapfhahn, welcher leider fehlt. Man sieht hier noch die Anschlüsse wirklich. Hatte ich hier auch super viele Bilder noch von irgendwelchen anderen Einrichtungen. Vielleicht ist das irgendwo in der Nähe hier gewesen. Aber was mich ein bisschen stutzig macht, hier liegen überall solche Kuhbesamungshandschuhe rum. Das ist also schon ein bisschen komisch. Was hat man denn damit um Gottes Willen in einem Hotel gemacht? Also, ja, die Frage stelle ich mir gerade wirklich. Also sehr, sehr eigenartig das Ganze, was man damit in einem Hotel gemacht hat. Ja, aber auch hier finden wir noch Speisekarten. Und das finde ich halt schon sehr interessant, denn wir haben hier noch die Steakliebhaberkarte, das Rumsteak, 17,90 Euro bei 200 Gramm. Okay, das ist ja in Ordnung. Hier eine Thüringer Forelle, der Backfisch. Was haben wir denn hier? Riesengarnelen mit Kartoffeln. Also Wildgulasch. Das hört sich doch alles sehr, sehr gut an, eigentlich, würde ich sagen. Also von der Speisekarte her kann es, glaube ich, wenn das Essen denn in Ordnung war, nicht gehapert haben. Und noch weiterführend kommen wir jetzt hier in einen Bereich und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, denn wir haben hier eine Küche. Ja, und nach dem Öffnen der Tür muss ich euch ganz ehrlich eins sagen, verrät mir die Küche schon viel. Hier stinkt es drin, Leute, hier ist noch überall Essensreste. Oh, ist das eklig. Hier stinkt es wirklich bestialisch und überall stehen hier noch wirklich Essensreste rum, das Nutella noch. Also man scheint hier wirklich einfach wieder mal alles stehen und liegen gelassen zu haben und der Geruch hier drin ist wirklich penetrant. Boah. Das ist echt richtig eklig. Boah. Also ich bin ja eigentlich echt hart im Nehmen, aber das ist gerade hier die Nummer. Boah. Ja, und von der Küche kommen wir hier in einen Bereich. Das war wahrscheinlich der Kühlbereich. Hier hat man wahrscheinlich die ganzen Sachen damals aufbewahrt noch. Boah, hier haben wir sogar noch Sachen drin. Boah, hier liegen noch Lebensmittel ohne Ende drin. Leute, Käsegratinsoße. Macht man sowas nicht eigentlich selber? In 2017 abgelaufen. Creme fraiche, oh Leute, das ist so eklig. Das ist wirklich richtig eklig, weil das ist ein Gestank hier drin, wahrscheinlich, weil die Sachen schon teilweise aufgegangen sind. Dann diese zuenden Türen hier, oh. Also das kann ich euch nicht empfehlen. Wenn jetzt Geruchs-TV hier wäre, wäre das, glaube ich. Aber auch hier haben wir noch Eiskaffee stehen und Eiskaffee abgelaufen 2020. Hier Holunderbeerensaft abgelaufen in 2020. Also gehen wir doch mal davon aus, dass wahrscheinlich 2019 rum das Ganze hier verlassen worden ist. Und wenn das 2019 verlassen worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hier sind super viele Sachen noch zurückbehalten worden. Oder gelassen worden, behalten worden, ist ja blöd ausgedrückt. Wir haben hier noch überall Wäsche, Brot, Tee, also wahrscheinlich waren hier mal andere Sachen, aber wir haben hier halt überall noch Wäsche drinne liegen. Hier oben liegen noch überall Tischdecken drinne. Man hat hier überall noch Gläser drinne stehen. Also es ist wirklich super, super viel Zeug, was hier noch liegt, aber eben auch immer wieder noch hier diese Lebensmittel. Hier hinten nochmal so eine Dose mit Lebensmitteln. Hier
Puderzucker. Puderzucker ist, glaube ich, auch meines Erachtens sehr lange haltbar. Und dieser hier ist abgelaufen in 2020. Also wirklich die Sachen sehr, sehr lange hier aufbewahrt. Hier nochmal Bami, Panggang und sowas. Man hat hier wahrscheinlich auch chinesische Küche angeboten. Aber eben auch hier diese Zucker für den Kaffee noch, welcher hier zurückgeblieben ist. Und ganz, ganz viele persönliche Sachen eben auch. Ja, und selbst der alte Konvektomat steht hier noch drin, wie man hier sehen kann. Hier wurde sogar nochmal drauf eingezeichnet, was denn wie, wo einzustellen ist. Auch hier gar nicht mehr richtig sauber gemacht. Auf der anderen Seite hier noch der normale Herd, welcher hier steht. Aber eben auch, und das finde ich halt wirklich, wirklich krass, die Spülküche hier. Und Leute, hier ist eine Kühltruhe des Grauens. Guckt euch das mal an. Oh, ich mag da gar nicht hingehen. Das ist so pervers, eklig und das stinkt hier. Boah. Also, Nasenklammer wäre jetzt wirklich, wirklich richtig vonnöten. Ja, und auf der anderen Seite des, ja, praktisch Tresens vom Restaurant hatten wir ja hier diesen netten Empfang, welcher eigentlich wirklich auch sehr schön eingerichtet war. Und von hier an ging es dann praktisch, denke ich mal, in den Hotelbereich, denn wir haben hier so einen langen Gang. Natürlich sind auch hier die Sachen alle leider Gottes einfach so hingeschmissen worden. Aber ich denke mal, dass wir von hier weiterkommen in den Hotelbereich. Wir haben hier diese Rampe und kommen hier praktisch über diese vertäfelten Ecken, die hier sind, wie das so in so einem Hotel meistens üblich ist, auch wirklich hier in die ersten Zimmer rein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die sind eigentlich sehr, sehr schön eingerichtet gewesen. Man hat hier diese Betten, diese Doppelbetten, aber eben auch hier diese Schreibmöglichkeiten gehabt. Und hier hinten immer noch mal so eine kleine Sitzecke. Plus, und das finde ich halt sehr, sehr gut, eine ja, ebenerdige Dusche wirklich hier drin. Behindertengerecht, hier auch die Waschbecken etwas behindertengerecht, etwas zu hoch, aber dennoch halt ja sehr, sehr schön gemacht, großräumig. Ich muss sagen, das hätte mir sogar selber hier gefallen, glaube ich. Ja, und die meisten Zimmer ähneln sich hier wirklich. Wir haben also wirklich immer hier das Bett. Wir haben dann hier, wo ich das sehr schön finde, nochmal mit diesen schönen Holzbalken, dann hier diese Sitzecke jeweils und hier dann immer nochmal ein Badezimmer gehabt, welches auch sehr großräumig war. Hier nicht ebenerdig, aber dennoch, muss ich sagen, waren die Zimmer relativ identisch. Deswegen werden wir die natürlich jetzt nicht alle durchschauen. Ja, und hier in diesem größeren Zimmer, welches wir jetzt hier finden, muss ich sagen, ich bin gerade so ein bisschen perplex, denn wir haben hier drinnen wirklich dieses riesige Zimmer, aber dennoch sehe ich jetzt auf den ersten Blick schon mal, dass hier super, super viele persönliche Sachen drin sind. Und das zeugt mir jetzt nicht davon, als dass das hier hinten noch auch als dieses Hotel genutzt worden ist, denn wir haben hier einerseits so eine, ja, Nähmaschine stehen hier. Das ist ja irgendeine Spezialnähmaschine wahrscheinlich gewesen, welche hier untergestellt worden ist. Also wer damit etwas anfangen kann, weil hier Eingabe, Hand, Rück, Vor, was auch immer das gewesen sein mag für ein Gerät. Vielleicht kennt sich damit ja irgendjemand von euch aus und hat so eine riesige Monster-Nähmaschine schon mal irgendwo gesehen. Aber dennoch kommen wir zurück zum Thema. Wir hatten gerade gefunden gehabt hier, dass wir super, super persönliche Sachen haben. Und die sind wirklich so persönlich, denn wir haben hier sogar einen Bauplan haben wir hier noch liegen. Hier liegen super viele persönliche Fotos noch rum, weil der ganze Boden ist wirklich teilweise hier übersät mit diesen ganzen Fotos, welche hier so rumliegen. Ich traue mich hier schon gar nicht durchzugehen, aber was mir hier auf den ersten Blick auffällt, das sind sehr viele Pferdefotos bei. Wir haben hier wirklich super, super viele Pferdefotos. Man war vielleicht auch hier ambitioniert mit dem Reiten beschäftigt, denn auch hier nochmal so eine Pferdedecke und hier so ein Gurt zum Drumherum schnallen bei dem Pferd liegt hier. Aber eben, wie gesagt, auch immer wieder diese ganzen persönlichen Unterlagen noch, welche hier sind. Hier sind super, super viele wirklich ganz, ganz persönliche Unterlagen. Hier sind teilweise sind hier Rechnungen liegen hier noch rum. Hier liegen Angebote rum. Wirklich der ganze Boden übersät damit. Vielleicht alles aus diesen Regalen. Und man hat dieses vielleicht auch als eine Art Büro genutzt. Und wieder, immer wieder Pferde.
Traktoren und Pferde. Also, ja, war man vielleicht sogar der Reiterei sehr verschrien hier. Na, wir kommen jetzt hier gerade nochmal über eine Treppe nach oben. Man sieht ja also hier auch, hier hat der Zahn der Zeit dann auch schon etwas zugeschlagen, wirklich, in diesem Treppenhaus. Aber eben, und das finde ich halt recht krass, hier war auch wieder so wahrscheinlich so ein Aufenthaltsraum oder derartiges. Auch hier wieder super viele private Sachen. Hier liegen auch noch Rechnungen und all sowas rum. Aber was ich krass finde ist, hier ist eine Steuerung für eine Sauna an der Wand. Obwohl hier in diesem Raum keine Sauna oder derartiges verbaut ist. Also vielleicht ist hier noch irgendwo eine Sauna drin versteckt. Also bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Aber ich nehme mal an, dass das Ganze hier wahrscheinlich vielleicht noch auf uns zukommen wird. Ja, und durch diese verwinkelten Ecken hier kommen wir wirklich dann doch hier wieder ins Zimmer. Und das sind wohl auch wieder normale Gästezimmer gewesen. Man sieht also hier auch wieder drei Betten drin, einzelne Betten mit Schrank. Aber auch hier wieder noch dieses, ja, dieses Badezimmer, wo wir halt noch nicht mal mehr die Tür aufmachen brauchen, denn irgendwelche Idioten haben hier wieder ganz hart randaliert. Das ist wirklich etwas, was ich in keinster Weise irgendwie nachvollziehen kann und es geht mir nicht in die Birne. Ja, und hier kommen wir jetzt wirklich in einen Bereich, das ist wahrscheinlich ein Privatbereich. Die Tür klemmt ganz schön, sehe ich gerade, aber eben, ja, sieht es so aus, denn es wird immer mehr. Hier haben wir etwas von einem Tierheim noch. Hier geht es wirklich darum, dass man einen Hund gekauft hat. Und jetzt sehen wir halt erstmal, hier ist wirklich, ja, hier sind lauter Pferdebilder, aber eben auch ein Stammbaum von Pferden. Also das ist der Hammer, wirklich ganz viele Stammbäume der einzelnen Pferde. Also ich nehme mal an, dass das hier wahrscheinlich ein Bereich war, wo vielleicht entweder ein Angestellter oder eben aber sogar die Besitzer praktisch gewohnt haben in diesem Hotel. Ja, wir sehen hier wirklich immer mehr und immer mehr wirklich private Sachen, denn wir sehen hier ganz viele solche Kochrezeptbücher und derartiges. Wir haben hier Zeitungen liegen, aber eben auch, und das zeigt es ganz klar, beruflicher Werdegang. Dann haben wir hier wirklich, ja, hier liegen praktisch noch Unterlagen von den Bewerbern, welche sich hier beworben haben. Abschlussklasse 10. Ja, hier arbeitssuchend. Eine Mutter von zwei Kindern hat sich hier beworben. Also ist das wahrscheinlich hier Büro, Aufenthalt, Schlafplatz der damaligen Besitzer gewesen, welche praktisch, naja, um Geld zu sparen, dann auch hier im eigenen Hotel gelebt haben werden. Ja, und auch hier weiterführend haben wir dann hier das Schlafzimmer dann wohl gehabt. Man sieht, hier ist wirklich eklige Sachen auf den Betten ausgeschüttet worden. Aber auch hier sind halt noch sehr viele Sachen auch zurückgeblieben. Man sieht hier wirklich noch, die Anziehsachen liegen hier noch in den Schränken teilweise. Viele sind rausgerissen, aber auch hier überall noch die einzelnen Klamotten wirklich, ja, welche zurückgeblieben sind. Also das Ganze scheint mir wirklich so, als wäre es wirklich fluchtartig im Grunde genommen verlassen worden. Und man hat wahrscheinlich einfach den Betrieb aufgeben müssen. Wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, und es geht hier irgendwie ganz verwinkelt weiter. Wir haben jetzt hier nochmal so eine, und ich denke mal, dass das eigentlich mal als Privatbereich gedacht war. Wir haben hier so eine richtige Eingangstür, aber eben auch hier oben ja eine Wohnung. Aber die sieht mir so aus, als wenn sie einfach mal so sehr wüst eingerichtet worden ist. Denn wir haben hier, naja, ein sehr kleines Badezimmer mit Badewanne. Aber es sieht mir eben aus, als wenn das Ganze noch gar nicht ganz fertig war eigentlich hier oben. Hier war wohl mal ein Schlafzimmer und ja, auch hier gar nicht mehr so viel private Sachen, aber hier auch diese Kochbücher noch alle. Also vielleicht hatte man den Betrieb schon wieder so weit zurückgefahren, dass man die unteren Zimmer vielleicht mitnutzte, aber dass sie oben gar nicht mehr als vollständige Wohnung. Ja, meine lieben Freunde, so, wir kommen jetzt hier nochmal in einen Bereich und das ist ganz lustig, denn jetzt haben wir endlich das, was wir eigentlich eben schon gesehen hatten, denke ich mal. Hier haben wir die bewährten Saunaregeln, davon ist dringend abzuraten.
bewährte Saunaregel. Und hier haben wir die, leider doch sehr zerstörte Sauna, was auch immer hier schon wieder passiert ist. Ich kann es nicht verstehen. Ja, haben wir hier auf jeden Fall noch einen Saunabereich. Von innen sieht er gut aus. Der Saunaofen ist natürlich weg. Es ist wieder unvorstellbar. Hier konnte man sich danach praktisch abduschen. Hier mit der kalten Dusche. Eine Wasserfalldusche hier oben nochmal an der Wand. Wie gesagt, hier den Schlauch, um sich schön von unten her wieder abduschen zu können. Also hier der kleine Saunabereich wirklich. Ja, hätte ich es nicht mit gerechnet, nachdem wir jetzt hier so überall alles eigentlich gesehen hatten und die Saunasteuerung ja im Grunde genommen eine Etage höher hing. Sehr, sehr eigenartig, muss ich sagen. Ja, und weiterführen kommen wir jetzt hier in einen Bereich und ich denke mal, was ist das? Ja, ich nehme mal an, hier ist erstmal schön die gute Sensodyne auf dem Boden verteilt, aber ich nehme mal an, das Ganze hier war wahrscheinlich mal ein Fitnessbereich. Denn wir haben hier überall solche Spiegel, wir haben hier solche indirekte Beleuchtung über diese Spiegel, was ja eigentlich sehr, sehr schön gemacht war im Anschluss an diese Sauna. Und dann hatte man wahrscheinlich hier noch einen, ja, würde ich sagen, Fitnessbereich richtig schön in diesen Räumlichkeiten gehabt, welche sehr groß gehalten waren. Auch der Fußboden spricht dafür mit diesem relativ rutschfesten Fußboden. Aber hier drin ist irgendwie eine halbe Tonne Sand verstreut. Ich fühle mich gerade, als würde ich hier ja quasi in einer Beachparty mich aufhalten. Und ich glaube, der Beachparty-Raum war es definitiv nicht. Ja, und im Anschluss haben wir hier nochmal einen Bereich und das finde ich ja wieder schräg. Wir haben hier lauter Wasseranschlüsse. Ich tippe mal, und das könnte nicht, aber wo soll das noch sein? Ich tippe mal drauf, dass das hier ein Sandfilter, also Sand aus einem Sandfilter ist, denn wir haben hier hinten überall solche Wasseranschlüsse. Okay. Also, ist hier vielleicht noch ein Schwimmbad irgendwo? Ich würde sagen, wir machen uns mal ganz dringend auf die Suche und schauen einfach mal, ob wir da noch irgendwas finden könnten vielleicht. Ja, wir haben jetzt hier nochmal so einen Durchgang und ich denke mal, geht es nochmal in den Keller oder sowas? Nein, hier haben wir es. Hier haben wir es ganz klar dran stehen. Von der anderen Seite, es ist spiegelverkehrt, es ist ein, Leute, es ist ein Pool. Wir haben hier wirklich einen riesigen Pool, wo sogar noch Wasser drin ist. Wie verrückt ist das denn bitte wieder? Wir haben wirklich hier noch das komplette Wasser in diesem Pool drinne. Das ist total verrückt. Auch wenn hier wirklich alles kaputt ist drinne, wie man sagen muss, quasi. Aber ein Pool mit Wasser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich richtig schick hier drin noch. Man hat hier wahrscheinlich, denke ich mal, so einen Ruhebereich gehabt und konnte dann praktisch sich hier, ja, praktisch vorbereiten auf das Schwimmen. Wenn es auch sehr klein ist, aber dennoch eine richtig schön angelegte Poolanlage. Ich muss sagen, da bin ich jetzt echt überrascht, weil damit hätte ich absolut nicht gerechnet hier mehr drin. Ja, wir kommen jetzt hier nochmal in einen weiterführenden Bereich und da sehen wir hier schon mal, wir haben hier noch eine Sauna. Also eine Sauna, sage ich, ein Solarium. Man konnte hier Geld reinschmeißen, 2-D-Mark-Münzen. Also das scheint schon ein bisschen älter gewesen zu sein. Aber eben auch hier diese, Umkleidekabinen wahrscheinlich für das damalige Schwimmbad, welches hier gewesen ist, haben wir hier noch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte damit nicht gerechnet, dass das Hotel hier selbst eine Schwimmbadanlage gehabt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt auch gerade hier den Aufschluss nochmal, denn wir sehen hier nochmal, und das ist ganz klar, wir haben hier wirklich den Fitnessraum. Das war also wirklich ein Fitnessraum vorhin. Ja. Dann die Duschen, aber von Schwimmbad steht da auch nichts. Also von dem Bereich her gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich mal, war das Hotel schon gar nicht so die unterste Klasse wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zimmer haben mir gefallen, die Poolanlage, man hat doch eigentlich alles hier gehabt, was man haben wollte in so einem kleinen Urlaub, vielleicht mal am Wochenende. Ja, und wieder angekommen hier wirklich an dieser Poolanlage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gerade so ein bisschen von geflasht. Ja, sind wir auch durch mit unserem Rundgang für heute und ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar, ein Like und ja, wenn ihr nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal, würde ich mich mega drüber freuen. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.